Wie lange braucht eine Pumpe mit 3,5 Kilowatt, um 10 Kubikmeter Wasser 25 Meter hoch zu fördern? Hier die Angaben. Die Leistung P der Pumpe beträgt 3,5 Kilowatt, also 3500 Watt. Das Volumen des Wassers beträgt 10 Kubikmeter, also 10.000 Kubikdezimeter. Ein Kubikdezimeter entspricht einem Liter und deshalb beträgt die Masse des Wassers 10.000 Kilogramm. Die Höhe H beträgt 25 Meter. Wir suchen die Zeit T, die wir in Sekunden ausdrücken. Und um diese Zeit herauszufinden, starten wir mit der Formel einer Leistung. Leistung gleich verrichtete Arbeit geteilt durch die dazu benötigte Zeit. Und diese Arbeit W finden wir durch diese Formel heraus. W gleich F mal D. Arbeit gleich Kraft mal Weg. Hier Kraft mal Höhe. Durch das Grundgesetz der Dynamik wissen wir, dass F gleich ist zu M mal A. Also hier Kraft gleich Masse mal Fallbeschleunigung G. So erkennen wir, die Leistung ist gleich zu mgh geteilt durch t. Und mgh entspricht der Lageenergie des Wassers in dieser Höhe h. Aus dieser Formel p gleich mgh auf t schließen wir, dass t gleich mgh auf p ist. Wir ersetzen m durch 10.000, klein g durch 9,81, h durch 25 und p durch 3500. Und somit finden wir als Zeit t ungefähr 701 Sekunden.